Jo, was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video an Weihnachten, Freunde, am 24. Ich hoffe, ihr habt heute einen schönen Tag oder werdet noch einen schönen Tag verbringen. Ich werde jetzt noch heute zwei schnelle Videos rausbringen und dann werde ich später auch, ich bin zwar Atheist, aber meine Freundin ist Christin und deswegen werde ich auch zur Kirche gehen und dann natürlich später was Schönes essen. Deswegen, aber hau schnell die Videos raus. Erstmal heute natürlich geht's um den, um die SBCs. Lohnt sich das oder nicht? Und dann zeige ich euch, welche ich machen werde und die Teams vielleicht. Aber vorerst guckt euch das mal an. So Glück habe ich die November-Karten behalten. Oder ich habe den Punkt verpasst, diese Frau. Aber guckt euch mal an, für wie viel die jetzt geht. Dempsey 30.000. Ryan für 41.000. Korb 32.000. Ledley 32.000. Gomez 32.000. Und ich habe noch 5. 6, 7, ich weiß, ich muss noch gucken. Hau ich alle raus, Digga. Ohne Scheiß, wenn ihr Movember-Karten habt, ich würde die jetzt raushauen. Jetzt ganz ehrlich, was soll morgen für eine SBC noch kommen, wo die noch mehr steigen? Das ist schon, ich denke, das ist der höchste Punkt, den man erreichen kann. Das liegt einfach daran, weil an den Innenverteidiger Perrin, da kann man nur eine Movember-Karte benutzen. Normal war es immer die Wahl, entweder Team of the Week oder Movember-Karten. Hier muss man eine Movember-Karte benutzen. Deswegen ist es einfach, sind die Preise gestiegen bis zum geht nicht mehr. Und in dieser Episode kann ich jetzt schon mal voran, werde ich Luik Perrin machen, den abräumende Abwehr, und den Flitzer Lorenzo Insigne. Das sind richtig geile Karten. Ich habe erst, hatte ich vorgehabt, Bellerin zu holen, Freunde. Aber dann, ganz ehrlich, habe ich geguckt, wie viel es kostet und habe das zum Beispiel mit einem Walker verglichen. Es würde mich um die... Also, wenn man alles zusammenrechnet, wenn man keinen Spieler im Team hat, würde es nämlich 180.000 kosten. Für mich wird es vielleicht weniger kosten. Ja, warum ich Perrin nicht machen werde, dieses SBC? Meiner Meinung nach lohnt es sich nicht, wenn man die zum Beispiel mit einem Inform Walker vergleicht. Der kostet momentan um die 250.000. Wenn ihr Perrin machen wollt, würde euch, wenn ihr keinen Spieler im Club habt, 180.000 kosten. Und... wenn wir das vergleichen, Perrin hat nur, meiner Meinung nach, ein bisschen mehr Pace und hat dann nicht so ein Mega-Upgrade. Also vergleichen wir mit Walker. Walker hat auch 92 Pace. Ich meine, ob 92 oder 97 Pace hat, ist ein minimaler, ist schon natürlich 5 mehr Pace, aber für den Right Back, ich weiß nicht, ob das so wichtig ist, aber zum Beispiel Walker hat 10 mehr Physik, hat 1 mehr Defense, 7 mehr Passen, 15 mehr Schießen und 3 mehr Dribbling. Also ich weiß nicht, ob das wert ist. Und den kann man ja nicht mehr verkaufen, deswegen, ich wollte mit den Coins auch noch ein bisschen traden, deswegen müsste ich 180.000, also wahrscheinlich müsste ich nur 120.000, 130.000 haben, weil ich noch ein paar Untradable habe, aber ehrlich gesagt ist es mir nicht wert und ist einfach, ja, müsst ihr jetzt selber entscheiden. Also wenn ihr machen wollt, ich kann euch eine Formel geben, hier die günstigste wird wahrscheinlich die 281er Inform zu nehmen, die günstigste für 13.000 oder 12.000, die ihr jetzt kriegt, ihr müsstet dann 584er benutzen, 186er und dann noch 388er. Also die 88er würden sowieso alle schon locker 35.000 kosten. Da werdet ihr schon auf die über die 100.000 und dann den Rest könnt ihr euch ausrechnen. Ich weiß nicht, es ist mir erst gar nicht wert. Also für 180.000 müsst ihr selber wissen. Aber ja, gehen wir zu Perrin. Also, falls ich mal noch eine Liga-Spiel-Mannschaft machen würde. Ja, der ist sieht nicht schlecht aus, seine Sets. Und hier ist es eigentlich ganz einfach. Die Voraussetzung: Spielerqualität genau Gold, selten genau 10, Moema eine. Deswegen sind die zu teuer geworden. Team Chemie 75. Gomez geht für 30.000. Also müsst ihr wissen, das Team würde euch 37.000. Ja, wahrscheinlich ungefähr 37.000 kosten. Also, wenn ihr die kriegt, ihr wahrscheinlich alle für Discard, weil die habe ich jetzt einfach hier genommen. Die sind. Mein Club, ihr könnt ja machen, wie ihr wollt. Was ihr habt, ein Team habt, ihr kriegt ja locker die Chemie hin. Der günstigste ist, weiß ich nicht, glaube ich, Gomez oder Korb. Alle gehen um die 30.000. Also, ihr werdet wahrscheinlich nicht unter die 30.000 kommen. Und ja, weil ich einfach so viele Movember-Karten habe, wie gesagt, ich hatte über 10 gehabt, also wahrscheinlich sogar 12, 13, 14. War schon mal heftigsten Profit. Da dachte ich, nehme ich ihn mit. Für euch, Freunde, Perry, guckt euch das mal an. 72 Tempo, 73 Passen, 87 Defense, 84 Physics. Nicht der allerbeste Verteidiger, aber auch nicht schlecht. Ich nehme mal mit. Für euch, nur für euch. Damit ich auch, das ist auch cool. Am Ende kann man sehen, wie viele man Special-Karten hat. Luik Perrin abgeschlossen. Ja, das ist schon mal nice. Falls man in die Ligue 1 gehen sollte, da habe ich ja einen. Ich habe zum Beispiel Kusaba, da den könnte ich strong verlinken. Ich habe,
Ich habe einige Hymnforms, Untraded, Gone Along, Trick wollte noch nach Kassette machen. Also da kann man auch ja eine gute französische Mannschaft machen. Deswegen, Perrin, herzlich willkommen in meinem Club. Ob es bei euch lohnt, müsst ihr wissen. Also wie gesagt, Movember-Karten. Wenn ihr einen Trailer habt, einen Movember-Karten, würde ich es auf jeden Fall machen. Oder es wird Insigne benutzen, weil seine Stats sehen ja auch ganz nice aus, muss man sagen. 85 letzten links forward. Da ist die Voraussetzung, Teambewertung von 84. Movember-Card oder eine Team of the Week. Eine. Und Team Chemie 80, da habt ihr gesehen, das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das die günstigste, aber für mich war es wahrscheinlich die günstigste Variante. Also können wir auch kurz durchgehen, wie viel ich gekauft habe. Trapp 900, 280 Aurier, Kushoya 4,5, Klick 1,2, Subasic 900, Patricio 1,800, Carvalho 2,7. Das war noch, bevor die alle gestiegen sind. Die sind wahrscheinlich jetzt ein bisschen teurer, Carvalho und Patricio. Gunnar 1,950, 13.000 für Lasne, habe ich direkt eben noch gekauft. 1,1 für Moutinho und 800 für Cunalon. Aber dazu muss ich erwähnen, wenn ihr das 1:1 nachbaut, ihr müsst Gonalon auf einen CM umwandeln. Ihr müsst den, wie heißt er nochmal hier? Tolalon von CDM auf CM umwandeln, dann auf COM und dann auch auf MS. Und ihr müsst ihr einfach nur ein MS drauf ballern bei Moutinho. Das kostet euch ungefähr auch nochmal, ja, 3.000-4.000 für die ganzen Verbrauchskarten, die ihr noch hier umwandeln wird. Ansonsten kommt ihr auf einen Preis wahrscheinlich auf, weiß nicht, 35.000. Für Insigne ist es nicht schlecht, ganz ehrlich. Insigne kann man sich mitholen, auch als Einwechselspieler. Wie gesagt, also das ist wahrscheinlich für mich die günstigste Variante. Vielleicht findet ihr irgendwas, das noch günstiger ist. Ja, die ganzen 84er sind halt ultra teuer geworden und die 83er gehen noch. Also müsst ihr gucken. Ich nehm auf jeden Fall Insigne mit. Das ist auf jeden Fall eine richtig nette Karte. Abgeschlossen. Also Lorenzo Insigne, das ist schon auf jeden Fall eine heftige Karte. 91 Space, 90 Dribbling, 85 passend, 80 Schuss. Gute auch als Einwechselspieler. Ich spiele auch nicht unbedingt Serie, aber come on, ich habe heute so viel Plus mit Movember-Karten gemacht, da dachte ich, komm, warum nicht? Geiz dich nicht mit den Karten. Ich hatte, für 30.000 kann man ihn mal mitnehmen, eine Special-Karte. Sieht nice aus, muss man sagen. Neapel, nehme ich mit. Ja, und das war's schon. Also, wie gesagt, ich habe überlegt, ob man Bellerin machen sollte. Der war auch der Einzige, der jetzt in mein aktuellen Team gepasst hat, aber ganz ehrlich, für 180.000 ist es mir persönlich nicht wert, für euch vielleicht schon. Und ja, nicht vergessen, heute Abend oder später kommt auf jeden Fall noch eine Top-Partien-Squad-Builder-Challenge Video. Ist ja auch einigermaßen gut ausgegangen mit meiner Prediction. Ansonsten, ja, war es erstmal von mir. Wie gesagt, schöne Weihnachten euch schon mal und gerne einen Weihnachtsdaumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns später beim nächsten Video wieder und dann würde ich sagen, ciao!